Und somit, ja, geht's dann los mit The Darkness 2. Wie gesagt, ich hab's vor Jahren mal angespielt, wo meine Technik hier noch super wanky war. Ah, schön, jetzt mache ich alles, schon ein bisschen. Ja, kann ja nicht schaden, ne? Nochmal so ein bisschen als Auffrischer. Okay, ihr wisst ja, wie es anfing. Am Anfang war das nichts. Leere, nichts bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat's die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, eine Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Da Hauptsache Menschen und Kühe, wa? Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt, in einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacado. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und wanderte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag und alles wurde noch düsterer. Jesus. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0, nichts war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Hey, Tori. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Darf ich kurz ansprechen, dass das Ganze auf einem Comic basiert? Wo laut Hohe mittlerweile so übertrieben kompliziert ist, dass nicht mal Marvel-Fans mehr durchsteigen. Von daher, also wundern würde es mich nie. Aber ich finde es schön. Das ist, man hat auch gerade gesehen, dass das irgendwo so ein bisschen die so Comic-Wurzeln hat, sag ich mal. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er mir, Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende kommt. Geile Waffe, by the way. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. Wobei ich ja sagen muss, so dieser Cell-Shading-Look, der passt ja wirklich jetzt hierzu, wenn man mal bedenkt, dass es wie gesagt auf einem Comic basiert. Jackie, schön dich zu sehen. Von daher. Komm rein. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher? Hat er gerade gefragt, mit welcher? Ich geh mal die Hupen von den Brünetten rechts von dir an. Nein, nein, das andere rechts. Ah. Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Na, immerhin haben sie nicht meinen Dad aufgehängt. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Ich weiß, ihr seid Mafiosis, aber müsst ihr selbst einen Tisch fertig machen?
Ich meine, meine Güte, der hat doch nichts getan. Ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Das muss in einer Zeit gewesen sein, wo Nichtraucherabteilungen noch nicht existiert haben. Oh, Billy, wie geht's dir? Look at that bread. Nicht schlecht. Nette Spaghetti? Ja, doch. Hm, lecker, lecker. Oh, tut mir wirklich leid, Gaston. Hieß der Typ Gaston? Niemand serviert wie Gaston, bringt dein Essen wie Gaston. Bon Appetit. Niemand kriegt kein Trinkgeld wie Gaston. Hi, Jackie. Hi. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Nö. Na? Was ist? Nö. Na klar tut er das. Nö. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Scheiße! Well. Sieht so aus, als kriege ich heute Abend doch nichts. God damn it. Das passiert mir jedes Mal. Versteht ihr jetzt, warum ich Single bin? Genau das. Ich lass mich auf ein fucking Date ein. Und auf einmal hat die Frau, mit der ich ausgehe, eine Kugel im Korb. Schrecklich ist das. Oh, hi. Oh, hi, Kumpel. Ich kann nicht richtig zielen. Aber gut. Es genügt mir schon, dass... Magst du das nicht tun? Ich habe kein Problem zurück zu... Was willst du denn, hä? Was mit dir, hä? Und du? Sorry, der sah echt nicht nett aus. Warum habt ihr alle so ein fucking... Overall? Meine Güte. Euer Modedesigner gehört... Alter, Frau! Bist du cool? Ja, ihr seid cool, okay. Der da ist nicht cool. Oh well, he got Kronleuchtert. Hi. Magst du? Komm, versuch das nochmal. Du auch, komm. Wie wär's mit dir? How about you? Wollt ihr euer Dessert? Hm? Noch ein Auto, wirklich? Hat das erste, was mein Date ruiniert hat, nicht gereicht? Meine Fresse. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. So schwer bin ich nur auch wieder nicht, Arschloch. Gib mal her. Arschloch. Was ist mit dir? Stress oder was? Hier schieße ich in die Eier, pass auf. Ihr auch. Ihr kriegt den Special Treatment. In die Nüsse. Okay, das habt ihr nur davon. Ich kann die Küche von hier aus sehen. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Dual Wielding. Yeah! Dual Wielding. Das kann ich aber nicht mehr zielen. Das Bein brauchst du nicht mehr. Glaub mir. Dual Wielding. Ich habe unendlich Munition. Warum... Versuche überhaupt zu zielen. Ich aktiviere den Dual Wielding. Das funktioniert viel besser. Meine Güte, geht euch auch mal die Munition aus? Ich rieche Gas. Ich war's nicht. Sie sind da drin. Nein? Oh nö. Deswegen gehe ich nie auf Blind Dates. Ja. Meine Kraft oder stirb. Mann, ist da jemand piefig. Provoziert ihn weiter. Du atmest noch, was, Dreckskerl? Ja?
da los? Komm hierher! Was sieht's aus, Dipshit? Gib dich mir hin, Jackie! Chill mal. Weißt du? Ich mag dich nicht. Endlich kann ich dich nicht. I don't like you. Guten Tag, Leute. Hi. Have a great time. Ja, ich glaube, ich habe die Nicht-Uncut-Version. Ja, das sieht ziemlich cut aus. Hm, okay. Dann spielen wir halt das Blatt, was wir gekriegt haben. Hättet ihr nicht auch meine Hose wieder fertig machen können dann? Was zum Teufel ist hier los, Benny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Gib mir mal eine Sekunde. Sekunde. There we go. Du bist meine Marionette! Ich find's schön, wie die Darkness irgendwie 50% lauter ist als alle anderen Menschen. Du bist meine Marionette! Und by the way, die... No, ne... eine Sprachausgabe, Spielzeug gestartet. War hier ein Speicherpunkt? Ich hoffe jetzt einfach mal, weil ich kann die deutsche Stimme gerade nicht ertragen. Ach, guck mal. Na, schau mal, na, guck. Jackie? What the fuck just happened, Benny? Immerhin sagt er fuck, also von daher. I don't know. After the explosion, I saw some guy with a limp. He had some weird looking fucks with him. Nobody I recognized, though. Oh, das klingt schon gleich viel schöner. Now they headed down the alley. The rest of our crew's out front, so you can meet up with them on the street. I'll be right there. I just need to get my wind back. In der Englischen klingt er wenigstens so, als wäre er ziemlich in der Tötung. Ich meine, Jesus Christ, eben gerade klang das ja so nach dem Motto, ja. Ah. Halt mal kurz. How do I do anything? Achso, ich soll erstmal ein bisschen. Hier, halt mal kurz. Wann klingen deutsche Synchros mal gut? Es gibt Momente, wo deutsche Synchros nicht schlecht klingen. Und es gibt da so einige. Ah. Kamerabutton, okay. Hm? Was sind deine Sorge? Wo kommst du überhaupt her? Alter, darf man hier mal kurz was ein bisschen rumprobieren? Krieg ich gleich von so einem Psycho auf die Fresse? Ach so, ja gut. Ja. Ich hab's begriffen. Don't suck so much. Hier, in die Nüsse. Und hier. Halt mal. Und smush. Ach, da kann... Fucking dickhead. Ah, man kann in mehrere Richtungen peitschen, okay. Mich hat das hier so ver... Noch so ein fuckhead... You wanna die? Was hast du nur davon? That's what you get. That's what you get. Come on. What the hell? Okay. Jenny? Hey, wait! Nom! Aha. Yeah, something happened. I don't know, big explosion, they probably heard it. Sweet Mary! Guten Tag! Möchten Sie mit mir über Gott und die Welt reden? You're dead, asshole! Bin ich das? Oh, warte mal. Halt mal. He got me! Hm.
Irgendwie bin ich immer damit beschäftigt, die Leute durch die Gegend zu schmeißen. Hi. Ich glaube, das brauchst du nicht mehr, wa? Hi. Here's what you get. Achso, ich kann euch offenbar nicht immer essen. Okay. Oh, hi. Auf einmal schießt ihr. Warte mal, kann ich? Ah, sehr praktisch. Hier, halt mal. RIP! Hey, hey! Don't you dare run away from me! Motherfucker! Ist die deutsche Version nicht eigentlich indiziert? Also dafür habe ich zu viele Grabbelkisten mit diesem Spiel gefunden. Also, was soll hier indiziert sein? Die Version, die ich hier habe, ist ja gecuttet as fuck. I got a staccato. He's over here. You're not so tough now, are you? No! Well, that's what you get. Hello, monkey. It's been too long. Give us a hug. I'll pass, but thanks for the help. Fart jokes. What's that smell? You tell me. I came from your noggin. Or'd you forget that already? Come on then. Let's move. Ja, eben, da man es auch auf Steam findet, also... Wäre es indiziert, wäre ich da jetzt auch nicht rangekommen. Habe ich jetzt die Leiter? Ich hab die Leiter. Oh. Oh, why thank you. Give us a hand with the door. Oh. Ah, ich bin aber eher so der Typ, ich ziehe lieber gerne mal ein bisschen. Norm. Vor allem das Problem ist ja, ich habe schon die Helligkeit aufs Maximum geschraubt. Also, vielleicht das Licht irgendwie... Ich wollte gerade fragen, ja. Ist trotzdem zu hell? Skills kaufen. Das ist das andere, bekommt Jackie neu. Richtig, der kommt für Talent, Herzfresser. Das klingt nach Spaß. Schaut euch den Talentbäume mit A, B und RB. Okay. Erstmal. Ah, okay, warte mal. Ey! I'm not done yet! Es gibt also verschiedene. Schwarzes Loch. Ja, ich meine, because why not, ne? Schwarm. Also, ne, super Insektenspaß. Ne, Insektenspaß habe ich jetzt weniger. Mehr Munition war so ein Blödsinn. Gesunde Hinrichtung. Das klingt nach Spaß. Ist das einfach gekauft? Da ging ich schnell. Und drücke auch gesunde Hinrichtung. Geht denen mit Gesundheit. Ah. Den Gegner mit einem Hieb in der Luft wird eure Finsternis momentan lang gehalten. Okay. Just fucking toss him. Ah. Okay. Oh, Tonne. Bollocks, it's locked. Hey, do me a favor and see if you can open that box up there. Done and done. Ich finde es schön, dass ich so einen kleinen, durchgeknallten Goblin als Supporter habe. Der sich offenbar selbst grillt. Ja, Mensch. Jo, der zieht den einfach raus! RIP! Ah, so, oh, aha. Ich mag meinen kleinen Goblin-Freund. Oh,
Wieso wechselt der jetzt immer da drauf? Bitte schön. Sabbel nicht da hinten. Oh ja, doch. Könnte witzig sein. Norm. Norm. Schmeckt ja gut. Isst du das noch? Achso, das ist nur die Pistole. Die Pistole. Okay, so viel habe ich davon gar nicht. Sollten wir vielleicht nicht so... Oh, hi, Mark. Norm. He's dragged. Alter. Ich mag meinen kleinen Goblin-Freund. Der ist... Ne? Ist ein super Supporter. Ja? Halt mal. Norm. Und Norm. Hm? Was wollt ihr? Have a death wish? Oh shit. Oh fuck. Moment, bin gleich wieder da. Oder um genau zu sein. Machen wir es uns ein bisschen einfacher. Einmal so. Ah, besser. Ich mach gar nichts. Ich meine, ich mache überhaupt nichts und irgendwie, ne? Irgendwer... Du da? Okay. Ach, das sind meine Leute. Ich sehe nur Menschen. Ich sehe nur potenzielles Futter. Halt mal. Ich bin das jetzt gerade so aus Borderlands gewohnt, dass ich hier mit R3 quasi den Nahkampfangriff mache. Dabei mache ich den gar nicht so. Norm, Norm. Deliciousness. Oh. Falls mal wer eine Zeitung braucht. So die News, ne? Ja, der Linke ist echt verfressen, also das muss man ja mal sagen. Ah. Schusch. Also mein linker Arm ist echt dazu da, um Sachen zu fressen und, ne? Mach das Licht aus. There we go. Hat er gerade einen Kopfschuss überlebt? Komm mal her, Jungchen. Oh shit. Ich vergesse mal. Darkness. Besser staying in dark und so, ne? Ja, meine Güte, ist doch in Arbeit. Beziehungsweise. Ja, ja, ist ja gut. Riecht euch mal nicht so auf. So, der nächste kriegt aber eine Zeitung. Oder auch nicht. Weil hier überall so ein bisschen Licht ist. Hi. Ich mal, wo kommt ihr eigentlich? Oh, mein Goblin-Freund. Are you pissing all over him? Oh, Twitch, bitte hasst mich nicht. Ohne Scheiß. Na, ihr habt ja Sorgen. Oh, Headshot. Und... Snap. That's a good goblin. He's the Hobgoblin, mate. Das war kein Kopfschuss? Das war ein Kopfschuss. Oh. Blödes Licht? Norms. Hi. Bring den Müll raus, habe ich gesagt. Hat der... Oh, das ist eine Shotgun. Mit so gut wie keiner Munition, aber meine Güte.
That's a boomstick. Das ist Goblin. Mein Goblin-Freund. Ich mag meinen Goblin-Freund. Mein Goblin-Freund ist toll. Halt mal. Bin ich der? Talk to me. Okay, warte mal. Das könnte nicht funktionieren. Komm her. Hat er gerade gesagt, you can't? Hi. Ja, wisst ihr was? Wir gehen erstmal kurz einmal Zeug aufsammeln. Sekunde mal. Nice. Wie gesagt, ich bin aber trotzdem eher der Typ, der lieber... Ich ziehe lieber einmal mehr, als statt doppelt drauf zu ballern. Auch wenn Dual Wielding super cool ist. So, mal gucken. Wir haben ja jetzt das hier, richtig? Was gibt's denn hier noch? Killer-Hinrichtung. Einfach von mal gehen, drücke X, um die Killer-Hinrichtung zu sehen. Munition. Das könnte ich mir sogar leisten. Boah, das mache ich auch. Oh, this is gonna be fun. This is fun times. Ich mag die Schrotflinte. Ich werde die jetzt mal ausprobieren. Kann ich mit euch irgendwie... Ja, kann ich. Okay. Halt noch ein bisschen... Stricky. Wollt ihr dahin? Wollt ihr? Oh mein Gott. Ja, ihr habt euch einen geilen Punkt ausgesucht für euren Spaß. Weißt du? Ja, geil. Lass mal einfach vor die Bahn stellen. Wird bestimmt, funktioniert bestimmt gut. Wann kommt der nächste Zug? Halt mal. Ich will mal wissen, was dann passiert. Ich schlepp den einfach. Nani? Das ist irgendwie traurig. Huh. Ja, dann haben wir wirklich eine gecuttete Version. Das ist milde Schade. Hey. Okay, hi. Soviel zum Thema Limited Edition, ne? Ich meine, das Einzige, was wahrscheinlich limited daran war, ist das Ganze immer weiter auf... Kannst du mal damit aufhören, Jungchen? Ich muss das noch essen. Gut, dann esse ich es halt nicht. Ich kann es echt nicht essen. Ich will das auch gar nicht mehr essen, um genau zu sein. Ah. Wie praktisch, das genau... Ja, Zensur ist so richtig nötig. Vor allem in dem Spiel, wo es darum geht, Leute auseinanderzunehmen. Aber ich habe gestern nochmal geguckt. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit gefunden, an die Uncut-Version zu kommen. Also, ja. Sorry, not sorry. Konnte ich leider nichts jetzt gegen tun machen tun. Ihr habt ein ganz schön großes Maul dafür, dass ich, ne... Für das, was ich mit euch anstellen kann, habt ihr echt ein großes Maul. Vor allem ist es trotzdem... Das ist ja das Witzigste. Nee, das Spiel ist ab 18 jetzt gerade. Wahrscheinlich nur, weil sie am laufenden Band Shit und Fork sorgen. Und ich sag euch, denke mir nur einfach nur so, Shot the Fork. Ja, die Kills sind ja mal... Hi, na? Komm mal... Komm mal her und, ne? I rip your new one. Ich werde trotzdem Spaß damit haben, so ist es nicht. Ich brauche mal das, was du hast. Ich meine dein Herz, also, ne? Und so ein bisschen Munition. Slapped. Esse ich euch denn eigentlich auch danach direkt? Sieht nämlich nicht so aus. Aua. You have a death wish, mate. Oh ja, das Ding nehme ich gerne. Oh. Nom, 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 nom. Ich meine, klar, ich fress Herzen. Hier sind haufenweise sexuelle Anspielungen, aber mein Gott. Ich habe gerade mehr Schiss, dass Twitch sagt so, fuck you. Habe ich ehrlich gesagt gerade mehr Schiss. That's a train!
Ja, ab 18 Uhr trotzdem zensieren. Das ist echt ein bisschen dämlich. Es ist echt ein bisschen retardo. Where the hell am I? Ich glaube, ich werde hier trotzdem Spaß haben mit. Hi. Johnny? Johnny fucking Powell. What are you doing here? And where the hell are we? You let stupid stuff get in your head, then it gets all jumbled and weird and people think you're nuts. Weißt du, Leute versuchen Luftgitarre zu spielen, du gehst einen Schritt weiter, du spielst Luftpiano. Mein Respekt dafür. Nicer Pyjama. Yo, fuck. Wow. Wow. Ich bin gerade echt dazu verlangt. Und ich glaube, das werde ich auch heute Abend mal tun. Ich werde mir so noch heute Abend noch mal so die ersten zwei Parts Darkness 2 von Tsuzui angucken. Nur um zu sehen. Ne? What happened back there? I handled things like I always do. What the hell's going on, Tony? Hell if I know, boss. Look, we gotta get out of here. You go in your limo, and I'll go ride in the car with Vinny. He busted up a couple of ribs, but he's gonna be fine. Okay. Oh, hi, Mark. The first time you use the darkness, it scares you. Scares you. But once you've tasted it, you can't stop. It's all you think about. Like I said, it consumes you. Every second of every day for the last two fucking years, I kept myself in check. Gritted my teeth and kept it buried. Oh, now it's back. And I can feel what it's doing to me. So, I guess setting you up with the twins didn't go so good, huh? Yeah, no shit. I'm glad you're all right, Vin. Now, can you tell me what the fuck just happened? I don't know. I saw some weird-looking guy had a limp. It was crazy. Like, one minute he's there, the next minute the guy just fucking disappears. I don't know, I must have hit my head or something. Look, anyways, Jimmy says he's got a lead on the crew that hit us. Good. Now find Jimmy. Tell him to meet me in my office. I'm gonna head upstairs. Yeah, sure, whatever you need, Jackie. Yeah. Genau, um ins Jackies Schlafzimmer. Ich will mir aber erstmal umgucken. Ich möchte ein bisschen... Ich meine, offenbar bin ich so rich. Ich habe eine fucking Rüstung in meiner eigenen Bücherei, wo... nicht mal alle Regale voll sind, aber ich wette mit euch, Jackie hat nicht mal die Hälfte davon gelesen. Ich habe eine eigene Bar. Oh mein Gott. Oh, look at all that stuffin. Look at all this stuffin. Look at all that tab. Fine wine. New Yen Rum. Das sind garantiert alles Anspielungen auf andere Marken. Post. Hat jemand Bock auf Post? Oder ein schön Fiesta? Wir haben ja, ich habe auch noch, ich habe jede Menge Fiesta und ich habe jede Menge Tab. Also falls jemand Bock auf ein Glas Tab hat, ne? Wieso schwebt hier so diese, seht ihr das? Also entweder haben sich hier Spinnweben gebildet. Oder dieser Tisch wurde seit Jahren nicht mehr benutzt. Und Jackie ist offenbar verdammt gut in Billard. Okay, das Wohnzimmer sieht nice aus. Ich weiß, Mann. It just don't seem right. Ay, 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 ay. Es gibt Momente wie diese, wo ich mich frage, wie ihr auf diese Idee kommt. Drake Mandera hinterlässt keinen Kommentar, schmeißt mir einfach nur einen 50-Euro-Schein an den Kopf. Vielen herzlichen Dank, mein Dude. Sollte ich heute nochmal ein Glas Tab trinken, das Glas geht auf jeden Fall auf dich. Ein schönes Glas Tab. And it's jammed. Sorry, Manny. Oh, Mann. Ich glaube, ich nehme nur ein Glas Wasser. Ja, Wasser habe ich auch. Aber ich hätte auch jede Menge Tab. Also, falls ihr... What the fuck?
Ist das Schwert geschmolzen oder was ist mit dem passiert? Er sagt, ne? Er sagt gar nichts. Der Drake sagt gar nichts dazu. Er nimmt es einfach. Er gibt mir einfach einen Fovi und sagt sich so: My job here is done. Mein Dude, ne? So, warte mal. Ich soll da hin, aber ich will erstmal hier hin. Ich will erstmal gucken, was ich für eine coole Wohnung habe, ey. Für ein saugeiles Apartment. Mensch, was. Alter, das zweite Bad mit. Ich bin offenbar reich, also for fuck's sake. Ich. Oh mein Gott, Spiegelphysics ist. Selten, dass das der Fall ist. Möchte ich mal einen Kommentar hinterlassen, um meinen guten Streamer zu unterstützen. That's actually true. Das sieht aus. Ich glaube, das hier hat Bloodborne angetreten. Sieht zumindest so aus. Nee, ohne Scheiß. Vielen, vielen Dank, mein Dude. Vielen, vielen Dank. Ist das noch ein Bad? Das ist noch ein Bad. Wie viele Badezimmer habe ich? Jesus Christ. Was soll ich mit drei Badezimmern? Nee, warte. Okay, warte. Da soll ich hin, aber ich will noch wissen, was das hier für ein Raum ist. Noch ein Schlafzimmer. Mit noch einem Wie viele Kamine? Und der Bass haut auch noch zu. Da droppt der Bass einfach mal den 5 Euro. Mit dem geglitschten Voice Alert. Auch dir, mein Dude. Vielen, vielen Dank. Die wahre Offenbarung. Oh, cool. Gratis-Zeug. Ich mag Gratis-Zeug. Liegt einfach so in meinem Zimmer. He drops the bass. Oh, hier geht's. Christ, he got it back, you know? What do you mean? You heard the expression? Wow. You get the horns? Well, nice Sache hier. Geiler Kronleuchter. So. Das ist mein Schlafzimmer. Ich habe meinen eigenen Waifu-Schrein. Lass Zeitschriften überall liegen. Hier habe ich noch ein fucking Bad. Wie viele Badezimmer braucht ein Mann? Mit noch einer Dusche. Oh mein Gott, das ist so eine Wanddusche. Oh, ich liebe diese Dinger. Es gibt nichts Geileres. Okay, ich kann jetzt gerade offenbar nicht baden. Okay, das sieht wiederum ein bisschen dämlich aus. Relikte, welche im Level verteilt, es lohnt sich auf jeden Fall zusammen, um Fähigkeiten freischalten zu können. Es ist nice, wenn so wenn solche Relikte, solche Collectibles tatsächlich noch auch als Erfahrungspunkte dienen. Oh, ach ja, mein Waifu-Schrein. Da war ja was. Ich meine, offenbar. Der Faktor, wie reich du bist, misst sich offenbar nur daran, wie viele wie viele Badezimmer du hast. Hab ich auch gerade gesagt. Aber ja gut, auf mich hört er ja nicht. Hey, Omi. Jenny would never have wanted this. Ach, Tante, okay. It scares me that you're so much like your father, Carlo. He could never let things go. Aunt Sarah, I'm fine. How many times I gotta tell you? You're a terrible liar, Jackie. Sometimes I think I see her. And it's like she's not gone. But she is gone, Jackie. You buried Jenny years ago. I know. Listen, Aunt Sarah, thanks for looking out for me, but I'm okay, all right? Just got a lot on my mind right now is all. Fine. You ever get the balls to actually talk about all this? Come see me in my room. All right, fine. You want to bust my chops, then let's talk. What do you mean, like my father? I loved your father. Everyone loved Carlo. He just had that way about him. But before we lost him, he couldn't let things go.
He became obsessed, and that obsession consumed him, Jackie. I don't want to see the same thing happen to you. Obsessed with what? It's not important. You just have to let go, Jackie. You have to move on with your life. I am, Aunt Sarah. I am. You really are the worst liar I've ever met. And I grew up with thieves. So dafür, dass das Spiel so jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel hat, sehen die Gesichtsanimationen eigentlich verdammt gut aus. But I do believe in being haunted. You need to man up and let all of this go. You're right. How come you're always right? Comes with age, kiddo. I'll talk to you later, Aunt Sarah. Comes with age, kiddo. Okay. Ich glaube, wir haben den 1% gefunden. Achso. Hey. Hey, Boss. So what's... I want you to go find somebody for me. Johnny Powell. Lives down by the Queensboro Bridge. You find him and bring him back here. Johnny Powell? Ain't that the guy that used to help you out with that thing of yours? He was a weird fuck. Whatever happened to that guy anyway? It don't matter. I need him back. Go bring him by for a visit. And hey, you don't have to be nice to him. Whatever you say, boss. I'll have the new guys go get him. Oh, hey, Jimmy's waiting for you in your office. He's got a lead on the guys who hit us tonight. Thanks, Finny. Anytime, boss. Let me know if you need anything else. Cool. Ich meine, okay, die Halle hier. To be honest, ich bin kein Fan von großen leeren Räumen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie nicht so mein... Habe ich das Bad hier auch gerade noch nicht? Ugh. Ist auch egal. Holy shit. Jackie, good to see you in one piece, kid. Freddy Krueger? Sieht ein bisschen aus wie Freddy Krueger. Ah ne, hier war ich. Okay, gut. Wait, what? Also. Got that information you wanted, kid. Ja, dann. Achso. Vinny says you got information for me. This thing at the restaurant. I just heard from Emilio Capizzi. A couple of hours later, someone torched our warehouse down at the docks, and Freddy tells me two of our boys got clipped outside of Gino's Deli tonight. Somebody's making a play. Whoever did this to us is dead. You hear me, Jimmy? There's the Jackie Estacado I know. Vinny told me you got that thing of yours back tonight. It's about fucking time. All right, just tell me what you know already. Was aber jemand ein Fan von Meuchelmorderei? Came into the restaurant tonight. Some guy named Swifty. Swifty. Oh, Swifty. Gotta get Swifty. I know that prick. He left as soon as I got there. I never actually met him before, but I'm definitely looking forward to meeting him now. I had Vinny get some of the boys together. Let us know when you're ready to go and kick some righteous ass. Oh, ich bin... Things ain't the way they was no more. Okay, ich bin eigentlich bereit, Asche zu treten. Achso. Jackie, give me a shout when you're ready to go. Oh, let's kick it. Hey, Jackie. Let's say we go pay this asshole Swifty a visit. Jo, mal geht los. Let's go crack some skulls. Attaboy, boss. Let's head down. Whoop. Well, here we go. Time to go to work.